Hey Leutchen, damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Kochi und wir spielen State of Decay. Und da hinten ist ein Schreier. Ich sah einen der weird ones. Mich verarschen? Warum? Red Talon has some work for you. I will make it worth your time. You'll have to act fast though. There's a clock on this so. One. Ja, hallo Leute, mein Name ist Kochi, wir spielen State of Decay und befinden uns gerade in unserer Basis. Und da ist immer noch die große Umbauaktion. Aber warum schießt er jetzt? Monster sein, so wie es aussieht. Okay, ist doch ein Monster. Sehr schön. Ich kann noch mal kurz gucken, wie weit wir denn eigentlich sind und halb abgeschlossen. Ja, minus ein Bett. Wir brauchen unbedingt noch ein Bett und ich hoffe mal, dass es dann noch ein gibt. So. Wir machen jetzt mit ihr die Mission. Er braucht eigentlich Schlaf, aber dann wird die abgebrochen. Na komm, steig ein. So, okay. Einfach so ein fahrendes Auto. Die hat's drauf. Darum kümmern wir uns später. So. Sehr schön. Okay. Muss vielleicht doch mal. Da war wieder Sprachfehler. Muss vielleicht doch erstmal die Mission mit ihr machen. Weil viel mehr hält er nicht aus. Der gibt uns gleich um. Deswegen machen wir erst die mit ihr. Das Haus machen wir dann mal später. Mach die Tür zu. Ist kalt. Nein, es wird sonst kalt. Also wie gesagt, erstmal das mit ihr machen. Und danach können wir vielleicht nochmal gucken, dass wir was anderes machen, aber... Oh, Gottes Willen. Dass ich vielleicht mal ein Buch habe, wo ich was ein bisschen was lernen kann über Autos oder Strom. Wir kürzen es mal ab und sagen Strom dazu. Ich hoffe, dass unsere Freunde das Haus richtig aushalten und da nicht so viel passiert, wenn wir jetzt nicht da sind. Aber schön, dass wir mit das aufmachen. Na gut, weil die da sitzen. Aber wenn der Zombie auf der anderen Seite ist, bringt das was? Ich weiß es nicht. Okay, wir sind jetzt mal, sag ich mal, da. So.
So, ich brauche jetzt mal so ein bisschen. Es sind aber gerade sehr viele Zombies wieder. Okay. Wir schauen noch mal kurz hier rein. Hier gibt es ja noch ein bisschen was. Das zum Beispiel. Hier. Noch 5 Flaschen. Und noch 1 liegt hier rum. Oh, hey, that's gonna come in handy. So. Haben wir alles. Oh, echt jetzt? Der war gut. Oh, das war gut, vielen Dank. Sie ist aber auch schon. Sieht aber auch schon ein Stückchen am Fleisch. So, haben wir noch was? Zombie. Okay, das war's jetzt. Glaube ich zumindest. Oder ist hier noch einer? Aber die dramatische Musik, sie hört auf. Nee, da ist noch was. Na, ach, da unten das Kleine. Es ist manchmal echt sehr dunkel hier. Nothing here, as expected. Nichts da. Oh, das ist gut. Und auch da meine. Wie viel haben wir noch? 2er. Da hinten. Okay, die sind beide hier. Wir werden erstmal kurz durchsuchen. Und dann packen wir noch ein bisschen was ins Auto. Wow. War hier nicht noch was? Jetzt sehe ich wieder nicht. Wir müssen ja erstmal raus. Ah, da hinten ist was. Nein, da ist auch was drin, das haben wir schon durchsucht. Wir gucken erst noch mal kurz hier, ob sich hier noch ein Zombie rum versteckt. No more Zeds to kill. Fine by me. Eigentlich ist das alles sicher. Ah, hier ist noch einer. Wo kommt der jetzt her? Wir waren gerade im Haus. Okay. Schön, haben wir es abgeschlossen. Wir waren doch gerade die ganze Zeit im Haus und da war nicht ein Zombie zu sehen. Nothing more to see here. Ach so,
Warte, wir schaffen kurz ein bisschen was weg, wobei ich jetzt das Auto suche und ich glaube, wir stehen in der Richtung. In der Richtung. So, erledigt. Nein, halt nicht. So, da haben wir noch einmal Materialien. Die Munition brauche ich noch. War nicht gerade ein Zombie? Okay, hat sie gut gemacht. Ich glaube, davon haben wir jetzt schon echt genug. Screamer. I hate screamers. Warum da jetzt auf einmal so viel Krach ist und... Hier was? Just perfect. Mach weiter. Achso, wir haben noch 45 Sekunden. Wow. Muss ich mal ein bisschen mittiger mal rausstellen, wobei... Wow, da ist noch einer! Okay, 3 Sekunden. Die Waffen nehmen wir auf jeden Fall mit, die Munition nehmen wir mit, das nehmen wir mit, Tropfenwerkzeug. Look alive, kids. We got a bloater here. Stopp. Hier ist ein Dicker. Ich weiß gar nicht, wenn man uns jetzt den Schrei hat. Echt jetzt. Boah, du nicht. So. Das wäre auch noch ganz gut. Ich glaube, ins Auto kriege ich aber nichts mehr. Ich muss noch mit ihr erzählen. Gott, wie ich hier reinrenne. So, komm mit. Good deal. Thanks. I don't suppose you're in the market for a new teammate. Nehmen sie mit. Halt, stopp, renn nicht weg. Jetzt rennt sie wieder weg. Sweet. So. Wir haben zu wenig Betten, okay. Ich weiß gar nicht, muss mal kurz gucken. Go on. Ach so. Wir fahren jetzt doch mal wieder zurück. Damit wir sie erstmal bei uns haben und... Stopp, Moment, ist hier noch ein Dings? Oh, da ist was.
rein mit dir. Achso, steckt schon ein. Vielleicht haben wir gerade irgendwas dabei, was sie brauchen. Oh. Oh! Der rennt uns hinterher. Er ist ja schnell. Könnte das Licht ausmachen, braucht man nicht. Oh, wo ist sie? Lauf nicht weg. Ich will mit dir reden. Oh. Thank you. Stay safe, all right? Gut, haben wir die gleich gemacht, die Mission. Und können da jetzt zurückgehen. Wir müssen hier die Straße lang fahren. Dead guys are closer than I'd like. Und hier mit der Waffe kriegt, ich kann das jetzt machen. Ich fahre jetzt nach Hause, also viel ist nicht mehr mit uns los. Versucht jetzt mal die alle mitzunehmen, ich will das Auto nicht noch kaputter machen, das sieht schon echt sehr bescheiden aus. Deswegen lassen wir das alles mal schön in Ruhe. Da hinten würde ich gerne wohnen, das sieht echt schick aus. Ich glaube, das war die, die ich schon mal angeguckt habe, aber dafür fehlt einfach mal ein bisschen Ressourcen. Da sind wir zu wenig Leute und... zu wenig Leute und auch fehlt da noch die Punkte zum Ausgeben. Fahre ich richtig lang? Ich glaube schon. Ja, machen wir schon eine kleine Spritztour und gucken uns mal alles an. Hier war ich, oder hier waren wir bis jetzt noch nie. Bam. Den haben wir mal erwischt. Da kommen wir gleich einmal zurück und sprechen da mit den Leuten. Aber das bringt jetzt nichts, also die sind bald nicht mehr so fit. Ja, es ist erstmal nicht unser Problem. Ignorieren erstmal alles und fahren erstmal Richtung Heimat. Nice to see some new blood around here. Oh, you're a lifesaver. We got deadheads coming in. Everybody lock and load. So, mal gucken, wie das jetzt hier so läuft.
Oh, scheiße. Eine Stunde rumgeguckt und trotzdem nichts getroffen. Macht sie mal tot. Schön, jetzt hier mal 4. Einlagern. Oh toll, gerade die. Schön, haben wir es gut gemacht. Und er kann sich erstmal hinlegen. Gut, sind alle krank, also haben wir überhaupt noch jemanden, der irgendwas kann? Sie sieht so einigermaßen in Ordnung aus. Okay, hier haben wir unsere Werkstatt und ja. Mal gucken, können wir uns nächstes Mal noch ein bisschen durchgucken. Ich würde mal sagen, an der Stelle machen wir erstmal hier Feierabend und Schluss und gucken dann das nächste Mal uns weiter um, dass das eine oder andere finden. Genau, räumen wir kurz das Auto leer. Genau, da haben wir noch genug davon, die brauchen wir erstmal nicht. Und ja, sieht soweit ganz gut aus. Ich packe das noch kurz weg, bedanke mich bei euch dafür, dass ihr zugeschaut habt und ich hoffe, das hat euch gefallen. Falls ja, gerne kommentieren, abonnieren und richtig viel ja, aktiv sein. Also, mir immer folgen und hab's noch nicht gesehen. Hab gerade einen kleinen. Warum bin ich denn wieder da drüben? Da komme ich nicht mit klar. So. Haben wir erstmal soweit alles da. Der chillt gerade ein bisschen und wird langsam echt wohnlich. Weiß gar nicht, können wir das hier noch aufbauen? Ein bisschen nur Mechanik. Kann ich hier nichts reparieren? Na gut, machen wir mal irgendwie. Gucken wir uns nochmal später durch. So. Das geht auch nicht größer. Und das hier. Nee, halt. Now. Das könnten wir noch aufwerten. Aber machen wir nicht. So, in diesem Sinne. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Gerne kommentieren, abonnieren und viele Däumchen hinterlassen. Ich fange ja mal an mit dem Garten bauen. So. Können wir uns das nächste Mal ernten. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bye.